Er muss gar nichts für Fußball Deutschland tun. Er hat viel gemacht. In erster Linie ist die Gesundheit das Wichtigste und die Fortsetzung seiner Karriere. Und er sollte jedes kleinste Risiko vermeiden, um dass er vielleicht in den nächsten fünf Jahren, 6 Jahre, 7 Jahre den Fußball noch erhalten bleibt. Bayern München braucht ihn. Und er ist in einem Torwartalter, wo er nicht unbedingt das als letzte Weltmeisterschaft ansehen muss, sondern in 4 Jahren gibt es die nächste Weltmeisterschaft. Und Manu ist dann so um die 4,35 und ich glaube, mit seiner Qualität kann er vielleicht dann mehr der Mannschaft helfen in 4 Jahren, wie er das zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht leisten könnte. 1 Jahr keine Spielpraxis. Ich würde Manuel raten und ich glaube auch nicht, dass er als erster Torwart mitfahren wird zu einer Weltmeisterschaft, wo er 1 Jahr fast kein Pflichtspiel mehr gehabt hat für den FC Bayern. So leid wie mir es tut, aber das sind einfach die Gegebenheiten. Ich habe auch 1992 eine Europameisterschaft versäumt, weil ich vorher eine Verletzung, einen Kreuzbandriss gehabt habe. Das ist das Risiko, wo wir haben und in dem Fall ist es schade für Manuel, es ist schade für unsere Nationalmannschaft, weil Manuel ein Ausnahmesportler ist, ein Ausnahmetorhüter, aber ich glaube, auf der Torhüterposition sind wir auch mit der Stegen in erster Linie sehr gut besetzt und müssen uns da keine großen Sorgen machen.